Ferner Wald. 4. Was auch immer die Zahl bedeutet immer. Und damit haben wir einen YouTube-Folgenwechsel gemacht jetzt einfach. Ohne dass ich was dazu gesagt habe, großartig am Ende. Weil die Ladez, also das Ende des Bosses und so weiter, das hat gerade so gut gepasst. Dann können wir jetzt nochmal zurückgehen zur Station und können da uns was Neues zusammenzimmern lassen. Einen neuen Mod mit der Monstergeschichte. Du bist zurück? Ich hab dir was Schleimiges mitgebracht. Leider brauche ich dafür mehr Altmetall. Feuert ein Projektil ab, das Saat-Tentakel beschwört. Tentakel verursachen 30 Schaden und rauben 1,5% der maximalen Gesundheit des Helden. Moment. Ah, schön dich wieder. Du Lügner, ich kann gar nichts mehr aufwerten. Weißt, wo du mich findest. Wähle Welteneinstellungen aus, um die aktuelle Kampagne zurücksetzen. Aber kannst du einen anderen Schwierigkeitsgrad wählen. Allerdings werden auch der Kampffortschritt und alle Checkpoints gelöscht. Dein Charakterfortschritt bleibt aber bestehen. Also komme ich nicht aus dem Veteranenschwierigkeitsgrad nochmal raus. Wir sollten jetzt nochmal in den Schornstein gehen. Das ist der Nebendungeon, den wir betreten hatten. Und schauen, ob wir da rein, also beziehungsweise hier, jetzt besser den Schornstein runterkommen. Dieser Ort ist mir nicht geheuer. Da kommen sie. Oh, ihr seid aber süße Tentakel. Vor allem folgen die mir. Zumindest ist es vorbei. Ja, irgendwann zerfallen sie aber. Verdammt! Neues Level 4 hier. Das Gefühl, dass ich schon ein bisschen besser austeile. Ich hatte Veteranen drin und bin auf Überleben darunter. Macht kaum Unterschied.
Naja, irgendeinen Unterschied wird es schon machen, sonst gibt es keinen Unterschied in Schwierigkeitsgrade. Aber das Upgraden der Waffe ist sehr wichtig. Das war auch beim ersten Teil schon so. Das macht viel aus. Da gebe ich dem Ex-Reaper recht im Chat. War nämlich gerade mal eben erwähnt. Kommt her und holt es euch. Also letztes Mal hier waren, haben wir nämlich nur mit der Sekundärwaffe zum Beispiel 8 Schaden gemacht. Jetzt machen wir 12 Schaden. Und immer schön hin und her wechseln bei den Waffen, weil dementsprechend andere Munition droppt. Heilige Scheiße. Oder halt will ich im Nahkampf mal was töten. Aber auf dem Schwierigkeitsgrad sieht man, dass es gar nicht so nötig. Du kriegst eigentlich genug Munition für beide Waffen. Das einzige Problem, alleine spielen, okay, jetzt ist mit dem Hund ein bisschen abgeschwächt, das war beim ersten Teil. Du kriegst natürlich immer den Boss-Fokus, ne? Und da gab es im ersten Teil so den einen oder anderen Boss, der halt richtig kacke war, wenn du alleine warst. Weil ich einfach alles fokussiert habe natürlich, es fehlt dann ein anderer Spieler, der so ein bisschen ablenkt. Deshalb ist die Begleiternummer jetzt gar nicht mal so schlecht, die eingebaut wurde. Den Chat noch, ich habe den Jacket Alliance 3 Link natürlich auch noch drin, weil es immer noch aktiv im Programm ist. Wir beschäftigen uns heute nun mal ein bisschen was mit was anderem. Weil ich den ersten Teil hiervon auch gern gespielt habe. Wo ist der? Weiß ich zu schätzen. Schön das Geräusch, was dann immer daran erinnert. Es ist hier ein Gegner, der ein bisschen stärker ist. Und damit er tot ist. Naja. Geräusch geht schon ein bisschen anders. Weil die Zahl an dem Ding ja auch das Level, was man haben sollte, um in dem Gebiet zu sein. Oben rechts. Weil es ist ja auch angezeigt auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad Spiele von 4, also von 3, die du wählen kannst. So, am Checkpoint kann ich nur einmal zurückkehren und von da aus wieder genau zum selben Ort wieder hin. So, du elendiges Blitz-Dings. Jetzt machen wir das Ganze nochmal richtig.
Gewitter über Düsseldorf? Wo ist Butter, wenn man ihn braucht? Die Tentakel haben mir schon ganz gut geholfen. Um so ein paar Gegner aufzuhalten auf dem Weg. Upsala. Ich will wieder zu viel auf einmal. Moment, bevor ich den jetzt kaputt schieße. Ich muss meinen Hund holen. Vielen Dank. Weil soweit ich das richtig sehe, bleibt das Ding ja stehen, bis ich das hier kaputt schieße. Komm her, Dicker. Ich werde bekloppt. Dann darf ich nicht zu schnell runtergehen. Weil ich sonst auch sterbe. Also genau andersrum. Ja, wir sind zu langsam. Schneller, schneller, schneller. Go, go, go. Wer es wenigstens immer zum ersten schaffe, ist ja schon mal eine Besserung zu vorhin.
man keine Kristalle zerschießt. Pass mal auf. Okay. Das, was ich nicht gesehen habe, ist dann Blitzgewitter unter mir und über mir. Guten Abend, Philly. Grüß dich. Guten Abend, Morg. Komm wieder, Hund. Hund will nicht. So, in das Blitzgewitter darf ich nicht rein, da muss ich warten. Aufgepasst. Wo ist mein Hund? Wir haben noch keine Zeit. Und der Wichser dahinter hat alle wieder auferstehen lassen. So, ich bin erstmal hier sicher, bis ich die nächsten Wurzeln zerschieße in der Mitte.
ist mir gerade erzählt, dass unendlich Gegner kommen. Anscheinend. Muss die Gegner mal nach hier hinten locken. Damit ich vorne ein bisschen Zeit habe. Zu viel abgefuckter Stress, ey. Es ist kein Platz mehr. Überhaupt nicht gut für meine Nackenmuskulatur. Material halt ein Herzsamen. McCabe ist ziemlich geschickt. Vielleicht kann sie damit etwas anfangen. Mit diesem Samen in der Hand spürst du, wie sich deine Sinne erweitern. So als ob du das Leben um dich herum durch deren Sinne sehen und fühlen könntest. Gibt keine Endkiste. Wir müssen nochmal zurück. Ich habe da anscheinend auf halbem Weg ein Schmuckstück liegen lassen. Gut, dass der Generator aus ist. Vor allem, das ist wirklich... Also es gibt keinen Endfight im Nebendungeon hier. Es gibt wirklich nur diesen Schornstein, den du runtergehst. Nur. Und da überleben musst. Es ist kein Platz mehr. War ja jetzt stressig genug schon. Hab keinen Platz. Passt nicht. Na, ich sag nicht, dass noch ein höher. Da komme ich ja gar nicht hin, oder? Aber Hornhaut habe ich noch nicht auf dem Finger. Der Hornhaut immer auf dem Ballen hier.
Auf dem Handbein, so total dämlich. Ja, die kann man auch noch upgraden. Was ist los, Randy? Ist der Weg nach oben aber genauso lang wie nach unten. Auch wenn da immer noch gefallen ist, ich glaube, das ist ein Anzeigefehler, aber da liegt ja nichts mehr. Ich denke schon, das waren die Sachen, die ich gerade eingesammelt habe. Gehen wir zum Checkpoint oben, da können wir uns auch zurückporten. Ha, nach oben komme ich gar nicht mehr. Ich bin ja hier runtergeschüpft. Jetzt müssen wir doch noch ganz nach unten laufen. Das wollte ich eigentlich verhindern. Davon kann ich nichts mehr tragen. Das passt nicht mehr rein. Wenn du ordentlich stopfst, passt alles rein. Du musst einfach ein bisschen stampfen. Davon kann ich nichts mehr tragen. Bring dich um. Ja, dann würde ich auch zum Checkpoint zurückkommen. Meine Tasche ist voll. Aber ich wollte es nicht Suizid mit dem Charakter begehen. Wir sind ja auch schon da. Können wir noch ein bisschen durchatmen, ein bisschen die Landschaft genießen. Die schönen Höhlenmalereien sehen. Dass du bloß nicht vergisst, deine Waffe aufzumonnen. Macht ja auch Sinn, weil sonst machst du das Spiel einfach unnötig schwer. Einen guten Grund. Ja, ich hab dir was Schönes mitgebracht. Seelenbinder feuert ein Projektil ab, das sich an den Gegner heftet und 40 Schaden verursacht. Gegner innerhalb von 7 Meter werden nach Aufprall an das Primärziel gebunden und teilen 60% des Schadens. Aha, okay. Du weißt, wo du mich findest. Übrigens schön, wie die Waffe sich verändert. Durch die Mod. So, jetzt können wir der Hauptquest wieder folgen.
Ich glaube, in Kelurs Ruhestätte gab es nichts Separates. Da hatten wir alles aufgedeckt. Schönen guten Abend, Kritex. Ich weiß nicht mehr, ob man die anderen Waffen kauft, aber es gab auch... Ne, es gibt auch andere Waffen zu finden. Das müsste auch so sein. Klar, die Mods sind auch wichtig. Die kannst du ja immer wieder rausnehmen und andere einfügen. Also sowas eigentlich wie deine Skills auf den Waffen. Aber bei Waffen gab es nicht nur Upgrades. Alles klar, los geht's. Sehr schön. Rollende Bälle. Der Name vom Spiel, Kritex, sagt dir was, weil wir Remnant from the Ashes damals auch durchgespielt haben. Von Anfang bis zum Ende. Also damals war es ja so, du konntest von manchen... Ich glaube schon, dass du auch von Bossen auch gewisse Waffen bekommen hast. Also du kriegst auf jeden Fall immer diese Essenz, woraus du einen neuen Mod herstellen kannst. Aber du konntest auch Waffen finden nach Bossfights. Kommt vielleicht noch. Erstmal die Mod-Geschichte und dann nochmal später. Du kannst auf jeden Fall schon Waffen kaufen. In der Station 13. Rick. Nee, Rick ist der die Waffen modifiziert bzw. upgradet. Aber da beim Schützen. Beim Schießstand, da steht einer, er verkauft dir auch Waffen. Ich muss gerade voll an die Poppets denken, aber die wird keiner mehr kennen. Wenn mir die ganzen Viecher nicht zu mir hingerollt kommen. Die Poppel sah natürlich süßer aus. Oh, was das? Mich erinnern die entfernt an Critters. Ja, sorry, ich habe gestern Power Punch 2 gespielt. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Jetzt habe ich wieder alle 80er, 90er Jahre Sachen im Kopf. Critters. Moment, ich glaube. Ist es endlich vorbei? Aus den 80ern. Da müsste ich nochmal gucken. Hat jetzt an was anderes gedacht. Die Critters, sie sind da. Hast recht. Critters Attack.
Gibt auch eine US-amerikanische Band. Am 10. Januar 2018 wurde bekannt, dass unter dem Titel Critters the New Binge oder The New Bing eine TV-Serie zur Filmreihe produziert wird. Rupert Harvey und Barry Opper, die Produzenten der Critters-Filme, werden diese Funktion auch bei der Serie wieder übernehmen. Seit 2019 wird die Serie ausgestrahlt. Da hat sogar Leonardo DiCaprio damals mitgespielt. Oh ja, der Garant für gute Filme. Vor allem am Anfang seiner Karriere. Also angeblich seit 2019 ausgestrahlt, aber ich weiß nicht, ob sie auch auf Deutsch gibt oder ob sie nur in Englisch irgendwo ausgestrahlt wird. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich war nur mit beim Eintrag drin. Und wer weiß, was das für eine Serie ist, also von der Grundqualität her. Guten Abend, Sinker. Leonardo DiCaprio hat im dritten Teil mitgespielt. Oh, guck mal, da ist was im Baum drin. Hm, ist das eine Geburt? Soll ich den Raum lieber verlassen? Was ruft mich während meiner ewigen Wanderschaft? Musa! Was für eine Art Bestie ist das? Die menschliche Art, vielleicht kennst du den Begriff? Paxolet. Ne, Paxoltec. Paxoltec. Ich kann meine Wanderschaft mit dir teilen. Aber zunächst suche ich das Wissen, die wahre Natur deines Inneren. Du möchtest antworten? Also werde ich fragen. Beantworte diese Fragen ehrlich, niedliche Bestie, damit dein Inneres sich offenbart und dein Auge sich öffnen kann. Und überlege gut. Höre beim Antworten auf dein Herz. Psst, Ruhe, Penis. Mein Herz muss antworten. Du und vier andere deiner Art überqueren eine Bergkette, um in ihre Heimat zurückzukehren. Unwissend habt ihr euer Lager auf dem heiligen Friedhof eines anderen Stammes aufgeschlagen. Zur Wiedergutmachung verlangt der Stamm, dass ihr euer ältestes Gruppenmitglied 2 Jahre bei ihnen lasst. Ihm wird nichts geschehen, aber ihr könnt es in der Zeit nicht kontaktieren. Wenn ihr zustimmt, dann kannst du mit dem Rest deiner Gruppe ungehindert gehen. Wenn ihr euch weigert, dann muss deine Familie eine Kampfprüfung bestehen. Überlasst ihr euer ältestes Mitglied dem Unbekannten oder riskiert ihr den Tod im Kampf? Ich könnte nicht sagen, was so ihr Ding ist, also... Gehen wir mal den aggressiven Weg. Lass mich mal überlegen. Oh ja! Ein mächtiger und entschlossener Kriegsherr will einen Tempelturm samt der Leute darin niederbrennen. Du hast seinen ältesten Sohn in deiner Gewalt. Du kannst versuchen, den Kriegsherrn zu stoppen, indem du seinen Sohn verletzt. Brich seinen Arm und drohe damit, noch Schlimmeres zu tun, wenn der Kriegsherr sich nicht ergibt. Folterst du deine Geisel oder überlässt du die Menge im Turm dem Feuer? Das Wohl vieler wiegt mehr als der gebrochene Arm des Sohnes. Keine Ursache, nicht der Rede wert. Weiter geht's. Deine Familie leidet Hunger. Eines Tages bist du auf Nahrungssuche unterwegs, als ein großer Münzbeutel von einem Wagen fällt. Es wäre ein großer Segen für deine Familie, aber das Geld gehört jemand anderem.
Du hast nur wenig Zeit, um nach dem Wagen zu rufen und die Münzen zurückzugeben. Behältst du das Geld? Oder rufst du den Besitzer und gibst es zurück? Ich will das Geld zurückgeben. Und wenn er mir keinen Finderlohn gibt, dann breche ich ihn auch den Arm. Faszinierend! Du hast dich in ein unsterbliches Wesen verliebt. Deine Liebe ist so stark, dass ihr füreinander bestimmt sein müsst. Um mit deiner Liebe zusammen sein zu können, musst du vom Baum des Lebens essen und selbst unsterblich werden. Aber du musst Familie und Freunde zurücklassen. Sie müssen altern und werden letztlich sterben. Lässt du deine sterbliche Familie zurück? Oder verbringst du dein Leben ohne deine eine wahre Liebe? Ich würde meine sterbliche Familie für meine wahre Liebe zurücklassen, sagt Leonardo DiCaprio. Faszinierend! Es wurde prophezeit, dass dein Sohn eines Tages eine Katastrophe verursachen würde. Wegen dieser Prophezeiung versuchte ein Kriegsherr, ihn zu töten, als dein Sohn noch ein Kind war. Jetzt ist dein Sohn erwachsen und glaubt, dass die Prophezeiung wahr ist. Er will sich tapfer dem Kriegsherrn ergeben, um die Welt vor der prophezeiten Katastrophe zu bewahren. Lässt du deinen Sohn sich opfern? Oder rettest du sein Leben? Ich würde meinen Sohn selbst über sein Schicksal entscheiden lassen. Spaß. Du hast deinen Weg gewählt, niedliche Bestie. Dein Wille ist stark. Das Feuer des Auges des Verwüsters lodert in dir. Gute Antwort. Im Inneren eines jeden Wesens sind zwei Augen. Wir können durch beide sehen, aber die meisten bevorzugen eines davon. Das Auge des Verwüsters ist dynamisch, getrieben und unersättlich. Aber trotz seiner Macht ist seine Sicht getrübt. Das Auge des Verwüsters sieht selten über seinen Unterschlupf hinaus. Wie ein Tier, das seinen eigenen Schwanz jagt, macht er keine Pause. Das Auge des Rehs sieht nur, was vor ihm ist. Die Gabe des Rehs ist dezent und wird leicht unterschätzt. Es ist eine höchst mysteriöse Präsenz in einem selbst. Die Übertragung von Macht ohne Zwang. Genau wie das Reh selbst, nicht gesucht oder aufgespürt oder gar gejagt wird. Durch deine ehrliche Antwort, niedliche Bestie, gibst du mir einen Einblick. Und jetzt stehen dir die Gaben deines dominanten Auges offen. Möchtest du die Geschichte hören? Sie handelt von denen, die sehen. So wie du. Ja, komm, erzähl mir. Ich fürchte mich nicht vor deiner Geschichte. Ich erzähle dir die Geschichte von Belgov, der ebenfalls mit dem Auge des Verwüsters sah. Belgov lebte in einem Zeitalter, bevor die Saat die Pan befiel und an ihren haarigen Hufen zwickte. Belgov war ein Trankmeister von Flint, einem Dorf hinter dem Hügel. Eines Tages, während Belgov weit entfernt war, wurde Flint von Räubern überfallen. Sie attackierten jede Seele, ob alt oder jung. Belgov kehrte zurück und sah, dass all seine Freunde den Boden mit ihrem Blut tränkten. Belgov nahm seine Tränke, füllte zahlreiche Becher und Krüge und galoppierte zu meinem Heim. Wo ist das Lager der Räuber? Wollte er wissen. Sein Auge war offen und ich hatte keinen Grund, ihn zu täuschen. Ich beschrieb den Weg und Belgov suchte ihr Lager auf. Dort zerschlug er einen Krug an seinen Hörnern und entfesselte rasende Feuer. Belgov war wiedergeboren als flammende Rache. Er stürmte Hals über Horn in das Lager der Räuber und ein Funken brachte die restlichen flammbaren Tränke der Feinde zur Explosion. Einige halten das für eine Verschwendung von Leben. Denn hätte Belgov nicht fortziehen und wieder aufbauen können, was er verloren hat? Flints Schwesterdorf wurde nach diesem Tag lange nicht angegriffen. Belgovs feurige Rache hat das Dorf gerettet. Er starb mit dem geöffneten Auge des Verwüsters und ohne Gnade in seinem Herzen.
Danke für die Geschichte, glaube ich. Allerdings war es eine furchtbare Verschwendung der Tränke. Bevor wir weitermachen, muss ich dich noch was fragen. Ich spüre, dass du etwas mit dir herumträgst. Etwas, das meiner Schwester gehörte. Der Ring. Warum hast du ihn? Ich habe ihn in alten Tempel gefunden. Es ist der Ring meiner Schwester. Das kann nur eines bedeuten. Du hast sie getötet. Sie hat ihn mir geschenkt. Ach, das sterbliche Wesen missversteht. Was du vernichtet hast, war nicht meine Schwester, wie ich sie kannte. Die Saat hat sie verschlungen. Sie hat in der Form nur gelitten. Du hast sie befreit. Im Namen all meiner Schwestern danke ich dir. Behalte ihren Ring und halte ihn in Ehren. Klar, gerne habe ich dir geholfen. Es ist lange her, dass ich mich so gefühlt habe. Erleichtert. Nahezu fröhlich. Also, was kann ich für dich tun? Gibt es noch etwas? Mehr Wissen von mir? Von unserer wundervollen Welt? Wer bist du? Du stehst vor Maedra, Geist der natürlichen Welt, Tochter von Pflanzenstiel und dem Bach. Meine Schwestern und ich sind glorreiche Weberinnen aller wilden Schönheiten. Wenn der Berg, der Frühling und der feste Baumstumpf dir den Atem rauben, niedliche Bestie, dann ist es unser Verdienst. Es ist unser Segen. Es gibt noch andere wie dich? Eine unvorstellbare Anzahl. Mutter Pflanzenstiel und Mutter Bach verlassen sich darauf, dass wir uns ausbreiten und wachsen. Allerdings kommunizieren wir nicht oft mit Bestien wie dir. Jedenfalls nicht mehr. Vor allem nicht seitdem, was Keula zugestoßen ist. Was ist mit Keula passiert? Es war eine Tragödie, Bestie. Eine grausame Tragödie. Keula war von sterblichen Wesen fasziniert. Von eurem Leben und euren Geschichten. Anders als die meisten von uns ist sie nicht im Verborgenen geblieben. Und ihr habt sie über eure kurzen Leben hinweg angebetet. Ihr habt ihr sogar ein Haus gebaut. Einen Tempel, wie ihr es nennt. Die Saat hat sie dort gefunden. Wir kleinen Göttinnen werden nicht einfach entwoben. Und doch hat sie überlebt. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie gestorben wäre. Denn was von ihr geblieben ist, ist nicht die Schwester, die ich kannte. Aber wir bewahren die schönen Erinnerungen. Reue verschwendet nur das Leben. Möchtest du noch über etwas anderes sprechen? Am Tage ist es eine schattige Lichtung unter smaragdgrünen Zweigen und goldfarbenen Blättern. Ausgelegt mit flauschigem Moos. Aber bei Nacht, niedliche Bestie, verzaubern die Bäume die Verlorenen und Betrunkenen. So war es jedenfalls vor dem Zeitalter der Auslöschung. Wie gern ich zum Spiel zurückkehren möchte. Dieses Zeitalter birgt für mich nur Zerfall. Nun gut, niedliche Bestie. Mach dich auf den Weg. Das war ja super nutzlos. Aber dass wir erfahren haben, dass sie die Schwester ist. Ja, schöner Baum. Erinnert mich an die alte Trauerweide, die bei meinen Eltern vor der Tür stand, bis sie gefällt werden musste.
Natürlich hatte die auch eine andere Farbe. Meinst du, die würde dir was geben für den Ring? Ich habe lange überlegt, aber durch den Ring habe ich zwei weitere Aufladungen für die Herzen, um HP aufzusammeln. Also beziehungsweise um HP aufzufüllen. Heilige Scheiße! Deshalb würde ich das jetzt gerade ungern abgeben, den Ring. Das wäre ein Risikohand in dem Spiel, wo das dann auch sofort gesichert wird. Du also nicht mehr zurückgehen kannst nach dieser Entscheidung. Okay, das sollte ich auch berücksichtigen. Au! Sofort tot. Ich glaube, es sammelt der Hund auch Sachen ein. Danke, Flammi, fürs Folgen. Was haben wir eigentlich von der für eine Eigenschaft bekommen? Blutfluss. Erhöht die graue Erholungsrate um 0. Graue Erholungsrate ist, glaube ich, eigentlich die Ausdauererholungsrate. Also von der grauen Leiste. Proof, wir lieben dich. Ja, ich hoffe, platonisch und so. Generiert beim Angriff 50% mehr Bedrohung. Der Gesamtschaden gegen ihn ist um 20% verringert. Einmal drücken. Ach so. Gefährte folgt dem oder der Helferin und heilt fortwährend Verbündete im Umkreis von 3,5 Meter für 0,25% der maximalen Gesundheit. Gefährte greift Gegner im Zielgebiet an. Gefährte kehrt zum Helfer zurück und bleibt. Ah ja, okay. Heulen gewährt 2% der maximalen Gesundheit pro Sekunde und 25% mehr Bewegungstempo. Aber der kann dann nicht mehr taunten. Kampf und der Gefährte folgt dem Helfer und verursacht 20% mehr Schaden. Aber ist das dann da oben mit dem nächsten schon der letzte? Also die letzte Fähigkeit, die ich als Helfer freischalten kann, oder sollte da nicht noch mehr kommen? Okay, du kannst ja noch mehr Karten finden überall, ne? Das wird ja mal besser. Die Charaktere sind zum Auswählen, also die Archetypen. Der Hund ist aber nur bei einem Charakter vorhanden, als Begleiter. Und da steht einfach nur dran, bei dem Charakter, ja, ist halt für Leute, die gerne im Singleplayer spielen. Anstatt im Koop.
ist der Teil so schwer wie der erste Teil. Also bis jetzt haben wir einen Boss erst gemacht, der war okay. War halt erstmal Gewöhnung wieder. Aber ich halte mich zurzeit bei Fernkampf wirklich komplett, also beziehungsweise beim Nahkampf komplett raus. Wobei man schon ein bisschen Nahkampf machen sollte. Aber ich komme halt nicht dazu, die Nahkampfbewaffnung, also die Nahkampfwaffe abzugraden. Der Hund ist nicht nur ein Top-Support. Heilige Spiele, Scheiße. Wo ein Hund als Begleiter haben kann, sind eh besser von vornherein. Ein Stack für Bulwark. Sehr schön, dass es auf Englisch ist, nur. Wo ich natürlich jetzt sofort weiß, was Sache ist. Oh nein, da ist wieder einer. Oh, ah nee. Da ist so einer von den Würmern, der durchdreht. Da kommen sie. Es gab schon schönere Hunde. Also ich finde den eigentlich gar nicht mal so schlecht. Den auch von seinen von Animationen etc. eigentlich ganz gut gemacht. Habe auch schon weitaus schlechtere Hunde gesehen in Spielen. Weil es ja diesmal das Nebengebiet, wo wir jetzt reingehen, leichter. Das namenlose Nest. Ich hoffe, es ist okay, da ich nicht nur die Hauptgeschichte verfolge, sondern auch in die Nebennester gehe. Okay. In die Neben-Dungeons. Heilige Scheiße. Vielleicht komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, jetzt mache ich nur noch die Main-Quest, aber... Zurzeit ist meine Entdeckungsneugier noch da. Gewählt hat wegen den Geräuschen im Spiel.
Normalerweise kriegt er das nämlich mit. Und meckert dann rum irgendwann. Endlich vorbei. Springen ist übrigens relativ einfach implementiert, weil du musst nur am Rand stehen und Leertaste halten, da macht er automatisch den Sprung rüber. Wenn man es nicht wüsste, sieht es aus, als wenn ich den Sprung wirklich planen würde in irgendeiner Form. Man kennt so aus anderen Spielen, dann drückst du eine Taste irgendwie und dann macht er noch so einen. Also, dass man eine direktere Kontrolle hat über den Sprung. So sieht das aus. Kommst du denn plötzlich her? Zum Glück ist das vorbei. Und vielleicht gibt es ja hier mal wirklich einen Boss am Ende vom Nebendungeon. Das darfst du nicht verraten, Imperator. Guck mal, wie gut ich in den Jump-and-Run-Passagen bin, ohne hinzugucken. Er weist mich immer darauf hin, dass ich meine Waffen verbessern soll und nicht meine Rüstung. Vielleicht kommt das ja später. Und warum steht hier einfach nur eine Truhe? Talisman der Sonne. Erhöht Feuerschaden um 20% und Brandschaden um 50%. Also passend zu meinem Bonus auf der Waffe. Warum hat Doc mit keinem Laser auf seinem Rücken, womit er die fliegenden Leute
attackiert. Boah, das ist aber ein lang verzögerter Schlag. Und ja, der Charakter redet viel, das haben schon einige angemerkt. Vor allem, weil in der deutschen Sprachausgabe der schon recht laut ist beim Reden. Als wir kurz auf Englisch geschaltet haben, da war der ein bisschen leiser. Er war nicht so präsent im Ohr. Du hast sowas wie ein Schild. Willkommen. Heilige Scheiße. Okay, mein Bonus Brandschaden kommt gut. Zumindest ist es vorbei. Ich weiß nicht, wie das ist übrigens, wenn du den Arch-Typ fertig hast, also vom Leveln her. Ob du dann einfach einen anderen wählen kannst. Und dann levelst du den, weil du ja andere Karten kriegst dafür. Wird sich aber auch noch zeigen. Das wird ja mal besser. Also ich finde, dass die Trash-Gegner schon ein bisschen an Gefahr verloren haben. Oder ich stelle mich einfach besser an als beim ersten Teil. Ich kann aber auch nicht mehr sagen, was ich im ersten Teil gespielt hatte. Also auf welchen Schwierigkeitsgrad, ob ich da auf dem dritten gespielt hatte oder auf dem zweiten. Weiß ich nicht mehr.
Aber es wird ja zwischendurch gesagt, benutzt doch mal hier Amulett erhalten, Markierung des Schleiers. Also 10% Fern- und 15% Nahkampfschaden. Der Bonus verdoppelt sich bei Gegnern, die den Träger nicht anvisieren. Puh. Also wenn ich den Hund taunten lasse. Checkpoint. Da links ist eine Abkürzung. Die von der Seite noch nicht aufgeht. Weil ich dafür wahrscheinlich den besiegen muss, der hier hinter ist. Richtig guter Nebengegner. Oder werde ich erstmal gucken müssen wegen dem Ausweichen, weil ich wurde die beide Male, wo ich jetzt getroffen. Ich habe mir irgendwas im Gesicht aufgekratzt. Timing ist wichtig, wie immer. Ich war zu früh dran. Oh, das sieht aus, wenn der... Okay, ich muss die Ebene wechseln dann. Ist tot. Dann zerstört er eine von den Plattformen. Das ist mal alles richtig kacke. Du willst ja alles wieder einfach lernen. In der Zeit hat man das drin, dann läuft's schon.
Aber ich muss an die Wand gehen dann. Das wird mir später wehtun. Weil reicht das ja auch schon. Okay, die Flächen kannst du nicht durchlaufen. gut. Gute Nachtszene im Chat. Okay, dem kannst du doch ausweichen, dann ist okay. Shit, ey, es kann nicht wahr sein. Hund, beleb mich mal eben, bevor der hier die Plattform kaputt macht. Mist. Zu früh. Komm schon. Scheiße. Vor allem habe ich das Gefühl, dass ich mehr Schaden machen muss, aber wir stehen ja schon auf der letzten Plattform. Die halt dann kaputt geht. Das andere braucht schon geschmiedete Eisen, das ist wahrscheinlich erst später verfügbar. Du bist zurück? Was gibt's? Okay, mehr kriegst du nicht. Ciao. Die Salatmutti ist schon heftig drauf. Sie möchte wie wir alle nur Liebe. Wie kann Duell diese Kristall? Bis zum nächsten. Ja, okay, die
Das andere wird mir ja nicht helfen an der Stelle. Waffenwechseltempo um 2% verbessern. Ich habe bessere Klamotten durch die Ultimate Edition. Ich habe wohl nicht geglaubt, dass ihr alle den Kristall. Du hast Clementine wahrscheinlich noch nicht getroffen. Nein, natürlich habe ich sie noch nicht gefunden. Hat die ideale Reichweite aller Schusswaffen um 25% erhöht den Schaden. Er hatte während des Tragens einer schweren Waffe des Ingenieurs 15% Bewegungstempo. Und da ist nämlich das mit Bollwerk. Komm zurück, wenn du etwas brauchst. Warum trägst du ein Schneidebrett? Achso, du kannst nicht reden. Ich bin Whisper, kann nicht reden. Schutz für Aushalb, ich verkaufe Rüstung. Okay. Die haben natürlich unterschiedliche Gewicht. Das sind die Startrüstungen, denke ich mal. Es muss doch einen geben, der auch Rüstung verbessert. Audrey, ich möchte dir schon länger etwas sagen. Du hast dich gerade so wie Brad angehört. Hey, Fremdling. Ich bin hier, falls du Hilfe brauchst. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, die alten medizinischen Zeitschriften durchzublättern, auf die Grandpa und ich so lange gespart haben, dass ich wohl einfach meine eigene starten könnte. Vielleicht gräbt jemand dieses Ding in der Zukunft aus und kann sich ein Bild davon machen, wie das Leben hier in Station 13 war. Das ist zumindest ein schöner Gedanke. Jakob kam auf einen Besuch vorbei, während Lilly im Garten erntete. Er half ihr und schnitt sich beim Bearbeiten des Bodens in den Daumen, aber er beklagte sich nicht. Er und Lilly sind schon etwas Besonderes. Ich weiß nicht, was wir ohne den kleinen Garten der beiden machen würden. Er bringt nicht nur die Leute zusammen, sondern sorgt auch dafür, dass wir uns alle gesund ernähren und liefert mir viele gute Zutaten für meine pflanzlichen Mittel. Das Beste ist, dass sie in den Garten mehr als nur Karotten und Tomaten anbauen. Dort ist auch eine süße kleine Liebesgeschichte erblüht. Alle dachten, sie seien verrückt, Samen zu horten und von einem Garten zu träumen, aber sieh nur, was sie aufgebaut haben. Zwei Menschen, die zusammengearbeitet haben, um ein gemeinsames Ziel zum Wohle aller zu erreichen. Auf dem Weg dorthin haben sie auch noch ihre Liebe gefunden. Mein Herz füllt sich mit Freude, wenn ich nur daran denke. Dieser Gründer Ford ist eine harte Nuss, das sage ich dir. Er leidet immer noch sehr unter dem Verlust von Ellen. Es ist nicht richtig, seine eigene Enkelin zu begraben. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, ihm etwas zum Einschlafen oder gegen den Schmerz angeboten. Doch er lehnt es einfach ab. Ich sehe die Welt voller Schmerz in seinen Augen, aber er will es für sich behalten. Und ich schätze, dass es sein Recht. Jeder geht mit Kummer auf seine eigene Weise um. Diese rüpelhaften Kinder haben sich heute ordentlich ausgetobt, sind durch die ganze Gegend gerannt und haben so getan, als wären sie Matschköter. Einer heute über einen gebrochenen Arm, aber zum Glück stellt sich heraus, dass es nur eine üble Prellung war. Sie wird schnell wieder heilen. Man muss ihren Übermut einfach lieben. Aber ich wünschte, sie würden so tun, als wären sie Ärzte, anstatt nichtsnützige Banditen. Vielleicht sollte ich mal ein ernstes Wörtchen wegen seiner Geschichten mit Matschzahn reden. Oh, Duan kam mit Magenschmerzen vorbei. Schon wieder, das arme Ding. Ich sagte, dass er nichts essen soll, das eklig aussieht. Wir haben jetzt genug, um uns die Bäuche vollzuschlagen. Da müssen wir keinen komischen Käfer und auch kein ranziges Stück Fleisch essen. Er hält es für eine Art Gabe, alles zu essen. Aber ich habe ihm gesagt, dass sein Geschmacks- und Geruchssinn dazu da sind, um ihn zu schützen. Ich habe ihm das Übliche gegeben, um seinen Magen zu beruhigen. Aber es wird nicht lange dauern, bis er wieder etwas braucht. Armer Wally, er tut mir so leid. Manche Leute denken, er sei nicht ganz klar im Kopf, aber es stimmt nicht. Er hat einfach üble Träume, seit ich ihn kenne. Ich bringe ihm ab und zu etwas Tee, um ihm zu etwas besserem Schlaf zu verhelfen. Er spielt mit, aber ich glaube, dass der Tee nur in den Blumen des Gartens landet und es nie in seinem Magen schafft. Ich bezweifle ohnehin, dass er überhaupt helfen würde, aber es ist ein Versuch wert. Es ist einmal ein Job, den Leuten hier zu helfen. Was mache ich mit dem alten Matschzahn? Vorhin saß er ruhig wie ein Stern in seinem Stuhl und ich war sicher, dass er tot ist. Dann hat er mich mit dem lautesten Schnarchen, das ich je gehört habe, halb zu Tode erschreckt. Ich bin nur dankbar, dass er okay ist. Wenn er nicht gerade wegdöst, schöpft er immer noch seinen Eintopf ab. Ich weiß, dass er nur helfen möchte, aber ich glaube, die Leute wissen nicht, worauf sie sich da einlassen. Wer zu viel davon ist, hat das Gefühl, dass das Herz zu schnell schlägt und man kann nicht stillsitzen.
Alles, was ich tun kann, ist, ihnen einen guten Tee zu servieren und versuchen, sie abzulenken und zu beruhigen, bis die Wirkung nachlässt. Das ist kein normaler Eintopf. Ich hatte Riggs fast übers Knie gelegt und ihm den Hintern versohlt. Der Mann litt an einer Art Lungenentzündung und arbeitete weiter, als ob nichts wäre. Er musste erst in seiner Schmiede ohnmächtig werden, damit McCabe mir sagte, was los war. Wir mussten ihn praktisch hierher zerren. Kannst du dir vorstellen, was aus der Moral werden würde, wenn wir Riggs verlören? Am nächsten Tag fand ich einen kleinen Haufen Altmetall auf meinem Tisch. Er würde es nie zugeben, aber das ist seine Art, sich bei mir zu bedanken. Er ist so verdammt nett. Oh, Whisper wollte ein paar Heiztabletten. Ich gehe immer sicher, dass ich welche für ihn da habe. Er wurde vor einer Weile in den Hals gestochen. Jetzt kann er nicht mehr reden. Muss auf seine kleine Tafel kritzeln. Ich habe überall nachgesehen, um ihm zu helfen und dies und über das zu versuchen. Aber es gibt nichts. Kann nicht jeden heilen. Wie Grandpa sagte, Fleischgefängnisse werden dich irgendwann im Stich lassen. Also muss ich deine Seele in Form halten, da sie alles ist, was du am Ende behältst. Je länger ich ein Arzt bin, desto mehr stimmt es. Reggie ist langsamer geworden, weil er älter wurde. So, Clem altert nicht auf normale Art. Da ist etwas dran, aber ich kann es nicht genau benennen. Keines meiner Bücher kann ein Phänomen dieser Art beschreiben. Bo scheint zu denken, dass es daran liegt, dass er gesund lebt. Aber ich bin mir da sicher, bin mir nicht so sicher. Wie dem auch sei, ich sehe, dass Clem traurig ist. Das arme Mädchen trägt die Last der Welt auf ihren Schultern. Und genau wie Ford lässt sie niemand an sich heran. Ein Tagebuch könnte vielleicht helfen, eine Möglichkeit, die Dinge rauszulassen, die sie mit niemandem teilen will. Gelenkschmerzen von McCabe. Ein Duell. Mein Gott. Es tut mir leid, ich lese gerne Sachen manchmal vor, aber hier haben sie echt mal übertrieben. Geht's dir gut? Geht klar. Warum siehst du vorher nicht, wie viele Seiten so ein Buch hat? Wir haben auch schon Geschichten gefunden, die waren noch länger. Also am Anfang gab es zwei Bücher direkt, das gedacht, what the fuck? Ah nee. Bis dann, Fremdling. Weißt du was? Du erinnerst mich so sehr. Ich habe einen Verdacht, was wirklich in Matschzahns Eintopf ist. Ich habe auch so einen Verdacht, was wirklich in Matschzahns Eintopf ist. Alles. Hey, du. Bis dann. Bei Ash, der die Waffen verbessert, aber es verbessert kein Ash die Waffen, das ist Rick. Ach, guck mal, eine Kiste. Mit einem Zahlenschloss. 2. Warum hat sich den Call von meinem Koffer? Ellen ist tot. Früher Tagebuch geführt. Ich gehe jetzt nur mal kurz. Ey! Als du in den Chat hier beigetreten bist, hast du gesagt, kein Backseat Gaming. Das bedeutet, gib mir auch keinen Code. Sagt mir lieber, wie man Rüstung aufwertet. Habe ich nicht gefunden.
Also in der Schmiede hockt niemand, der eine Rüstung aufwerten kann. Das ist dasselbe Problem, was ich auch habe. Rick soll es angeblich machen, aber macht er nicht. Super. Am Sirius Sam. Wie geht's? Sicher. Alles begann in diesem rostigen Bunker da drüben. Station 13. Damals waren wir nur wenige, die sich hier unten in der Dunkelheit versteckten, während die Holzmonster oben das Sagen hatten. Bis ein Wanderer wie du kam und alles veränderte. Was hat der Wanderer getan? Ich wünschte, ich könnte dir eine ehrliche Antwort geben. Der Fremdling wurde halbtot vom Sturm hierher geweht. Wir haben diese Person damals wieder zum Leben erweckt. Und schon bald hatte ich jede Menge Anfragen, an der verrücktesten Ausrüstung zu arbeiten, die man je gesehen hat. Hat mir nie erzählt, woher sie stammte oder wofür sie war. Aber eines weiß ich. Der Fremdling hat die Saat zurechtgestutzt. Da habe ich keinen Zweifel. Wer war sonst noch dort? Oh, die anderen, die du hier siehst. Meine reizbare Kollegin dort, McKay. Der alte Reggie, der örtliche Märchenonkel. Und natürlich Bo. Er war nur in 3 Käse hoch, als ich Ellen seine annahm. Aber sieh dir den Jungen jetzt nur an, hä? Ah, was soll ich sagen? Ich habe jahrelang versucht zu überleben. Hab viele nahestehende Personen verloren. Hab aber auch neue Freunde gefunden. Dieselbe Geschichte wirst du wahrscheinlich auch von allen anderen hören. Aber diese Stadt? Diese Stadt ist ein Segen. Commander Ford's Baby. Also, Ellen Ford. Sie hat diesen Ort aufgebaut, seit die Saat vor 20 Jahren begann auszusterben. Ein Hoffnungszeichen, hat sie es genannt. Für manche Leute ist es einfach nur eine Stadt. Aber ein paar von uns sehen sie wie Ellen. Wo kann ich Ellen finden? Das kannst du nicht. Sie ist vor einiger Zeit verschwunden. Und sie hat Rüstung verbessert. Aber sie ist noch immer überall zugegen. In den Leuten, deren Leben sie berührt hat. Und selbst in den Knochen dieser Stadt. Und dann ist da noch ihr Großvater. Der alte Kerl wird noch die Erde selbst überleben. Was meinst du damit, dass ihr Großvater die Erde überleben wird? Wenn du Gründer Ford triffst, wirst du es verstehen. Manchen Leuten hier können die Jahre nur wenig anhaben. Aber Ford... Er spielt anscheinend nach komplett anderen Regeln. Das klingt so, als hätte Ellen dir viel bedeutet. Das hat sie. Sie hat mein Leben gerettet. Meines und das von meinem Partner Jet. Und dann nochmal, nachdem Jet gestorben war. Sie gab mir eine Familie, Leute, für die es wert ist zu leben. Das hat sie für uns alle getan. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Aber hier gibt's kein Hin und Her. Also er zeigt mir ja nur die Sachen. Und keine Rüstung. Du weißt, wo du mich findest. Nee, wenn du nicht getroffen wirst, stirbst du auch nicht. Sicher. Kann ich sonst noch etwas? Du weißt, wo du mich findest. Ist wie in 1 Souls-like. Was willst du jetzt? Lass mich dir etwas... Dann kam ein Fremdling. Wir nannten diese Person den Wanderer. Du hast vielleicht bemerkt, dass jeder hier einen Decknamen bekommt. Wie dem auch sei, so wurde die Saat aufgehalten. Jetzt leben wir in den Gebäuden hier. Ist das deutlich genug? Und ich?
Ich halte mich kurz, dann gibt's weniger Probleme. Okay, wir sind hier fertig. Ach, lass dich nicht von Chainsaw belabern. Chainsaw hat das überhaupt, hat keine Ahnung davon. Von dem Spiel. Ja, irgendwo im Ausland. Wie findest du die Station? Aber nicht so gut für das, wonach ich suche. Fragen? Geht klar. Also gut. Das scheint auch nicht interessant zu sein. Der hat ja auch nur die unterschiedlichen Standardwaffen. In die Entfernung 27 Meter. Nicht so gut für das, wonach ich suche. Ja, dafür starten die halt mit Level 1. Gute. Zwei Schüsse in die Mitte und einer in den Kopf werden die meisten deiner Probleme beenden. Moment, hier rüber, sonst gehe ich nämlich zum falschen Checkpoint. Versuchen wir es einfach nochmal. Laut Wiki gibt es im zweiten Teil keine Rüstungsupgrades. Da müssen wir bessere Rüstung finden. Was soll ich denn machen? Der Schleim liegt im Weg. Aber du kannst ja nicht auf die obere Plattform gehen, bevor er nicht die erste Plattform zerstört hat. Okay, da vielleicht nach rechts ausweichen oder wir die Platte verlieren. Danke. Schon, komm schon. Wie zu weit an den Seiten stehen, dann kannst du der Sache nicht ausweichen. Wo ist meine Brücke?
geklappt. Oh, ich sehe schon, wie ich meine Eier presse, ey. Weil es wieder so eine anstrengende Geschichte ist. Danke für nichts, Hund. Nicht du. Verstehe ich nicht. Boah, ich muss weiter vorne stehen dafür. Habe ich ja mehr Zeit mit dem, dass der hier runter geht. Ja, das scheint das Ding zu sein. Scheiß wie vorhin. Also, den Artikel, den du rausgesucht hast für Aufwerten von Rüstungen, ist vom ersten Teil. Was aber noch sieht, weil einfach Remnant from the Ashes da steht und das ist der erste Teil.
Boah, ist das ein beschissener Kampf. Das Problem ist einfach... Soll ich dir sagen, was das Problem ist? Wenn du zoomst und deine Feuerwaffe benutzt, dann siehst du ja nicht mehr, wo du hinläufst. Weil dein Field of View einfach für den Arsch ist. Brauch mal kurz ein bisschen mehr... Ah, es hilft mir überhaupt nichts, weil... du ja beim Zoom trotzdem nicht siehst. Na, ein bisschen mehr würdest du sehen. Eventuell mehr drumherum laufen, aber ich bin ja auch zeitlich limitiert. So, auf ein neues. Die Abschusslöcher lassen sich nicht zerschießen auf Mutti. Kannst halt drauf schießen, aber weil ich auf der Fläche stehe. Jetzt ist der Hund in der Fläche gestorben. Muss ich auch schadenstechnisch einfach warten, dass ich den nicht in die nächste Phase schieße, während die Flächen noch sind.
Nein! Nix da! Oh. Ich sollte mir Kate fragen, ob sie damit etwas anfangen kann. Verpiss dich. Okay, die letzte Fläche zerstört mich. Also ich hatte den Zeitdruck ohne Grund. Da töte ich auf die letzte Fläche zwar runter, also mit der Zerstörung, aber dann musst du ihn halt in der Zeit einfach töten. Die letzte Phase ist ein bisschen länger. Kernkeulendrüse. Die wissen einfach, was lecker ist. Truhe nicht vergessen. Hier geht's noch lang, oder nicht? Egal, kannst hier Abkürzung ist offen. Doch, doch, es wird immer gespeichert. Der Hund macht schon wieder Pfotenpflege. Ich bin an einer anderen Stelle rausgekommen. Vom namenlosen Nest. Merkwürdig. Guck mal, ein großer blauer Stein. Wo man theoretisch mit Blutmond-Essenz eine Rüstung herstellen kann. Und, weiter sah. Reicht jetzt, oder? Oh, ich sehe gerade. Guter Zeitpunkt übrigens, um einen Break zu machen. Also wo auch immer diese Blutmond-Essenz herkommt. Kuckuck, dieser Ort kommt mir bekannt vor. Aber mal gucken, was für eine Mod wir kriegen wieder. Und gefühlt haben wir noch nichts erreicht im Spiel. Außer dass unsere Grundwaffen alle geupgradet sind. Also, bis zur nächsten Stufe. Du, schon. Gut, lass mal sehen. Feuert ein Projektil ab, das den Boden zerschmettert und Schockwellen erzeugt, die 75 Schaden im Umkreis von 9 Metern für 6 Sekunden verursachen. Schockwellen bewirken 3 Stoßwirkungen. Ja, ja. Petze Doc, Petze Doc. Übrigens mein Hund, der auch wirklich ein bisschen hechelt im Spiel.
So, machen wir auf YouTube eben kurz den Break für die Folge. Dann kann ich mich auch mal pinkeln gehen kurz. Und dann machen wir gleich noch ein bisschen weiter.